Hallo, oder wie man hier in Norddeutschland sagt, moin moin. Mein Name ist Uwe Rosenau. Ich betreibe zusammen mit meinem Sohn eine Motoreninstandsetzung und eine freie Kfz-Werkstatt. Und ich möchte heute euch ein wenig die Angst nehmen vor dem Austausch von Motorkomponenten. Wir werden also gleich eingehen auf den Austausch von Kolben, Kolbenringen, Pleuellagern und Ventilen. Wir beginnen mit dem Kolben. Wenn ihr einen Kolben tauscht, ist es wichtig, einige Maße zu überprüfen. Dabei hilft uns ganz entscheidend ein Katalog, wo wir die kolbentechnischen Maße ablesen können und vergleichen können. Ganz wichtig bei einem Kolben sind einmal die Kompressionshöhe. Die Kompressionshöhe wird gemessen von der Mitte der Kolbenbolzenbohrung bis zum Kolbenboden. Das nächst wichtige Maß ist der Durchmesser des Kolbenbolzens. Dann der Durchmesser des Kolbens selber, sowie die Brennraummulde, Brennraumtiefe und die Ventiltaschen. Bei Benzinerkolben kann die Bodenform auch eine Erhöhung haben, dann muss ich auch diese überprüfen. Um diese Maße zu überprüfen, brauche ich einen Messschieber und einen Tiefenmesser. Mit dem Messschieber messe ich den Durchmesser des Kolbenbolzens, lese ihn ab und vergleiche ihn mit der Angabe im Katalog. Der Durchmesser des Kolbenbolzens wird dann halbiert und ich messe von der Bolzenbohrung bis auf den Kolbenboden plus die Hälfte des Durchmessers des Kolbenbolzens. Dann habe ich die Kompressionshöhe, die auch im Katalog hinterlegt ist. Wenn diese beiden Maße passen und selbstverständlich natürlich der Durchmesser des Kolbens, schaue ich mir den Kolbenboden an, messe den Durchmesser der Mulde und die Tiefe der Mulde. Auch diese Maße sind aufgeführt. Zum Schluss messe ich noch einmal die Tiefe der Ventiltaschen und auch die Größe der Ventiltaschen und vergleiche das vom alten Kolben auf den neuen Kolben. Beim Benziner oder bei einigen Benzinmotoren, dies ist ein Kolben von der Firma Mahle für einen englischen Hersteller, gibt es teilweise verschiedene Erhöhungen. Das heißt, es gibt Motoren mit niedriger Verdichtung und es gibt Motoren mit hoher Verdichtung. Wenn ich die Erhöhung nicht messe und baue einen falschen Kolben ein, sodass ich vorher einen hochverdichteten Motor hatte und baue jetzt die Kolben eines niedriger verdichteten Motors ein, fehlt mir die Leistung. Habe ich hinterher mit Sicherheit eine Reklamation. Das sind die Voraussetzungen, die ich erstmal im Vorfeld überprüfen muss, bevor ich überhaupt den Kolben einbaue. Beim Kolbeneinbau ist es wichtig, dass ich die Kolbeneinbaurichtung beachte, die auf dem Kolbenboden mit einem Pfeil gezeichnet ist. Es gibt dort von den Herstellern verschiedene Einbaurichtungen. 70% aller Hersteller haben die Einbaurichtung entgegen der kraftabgebenden Seite. Das heißt, der Pfeil muss nach vorne zeigen, zur Riemenscheibe des Motors. Es gibt andere Hersteller, die es
die Einbaurichtung zum Schwungrad festlegen, dann ist aber auf dem Kolben auch ein Zeichen abgebildet, das wie ein Schwungrad aussieht. Das ist wichtig, das muss ich beachten. Ich darf den Kolben also nicht falsch einbauen, mit einer falschen Einbaurichtung.